Willkommen bei Probably Nothing, ich bin Alexander, heute gibt es echt coole Sachen und das sind die IOTA und Shimmer News der letzten Tage. Los geht's! Fangen wir mit dem 9.1. an. Hier hat die IOTA Foundation eine AMA auf YouTube geteilt mit Jonas als Gast. Das Ganze dauert 1,5 Stunden und kann als Podcast angehört werden. Herzlichen Glückwunsch an Regine, die momentan bei Spice 5 arbeitet. Sie wurde in einem Artikel als Vorbild und Inspiration für viele Frauen erwähnt, die im Web3 arbeiten. Herzlichen Glückwunsch auch von mir. CoinMarketCap hat den Blogartikel der IOTA Foundation auf Twitter als Spotlight gepostet, in dem sie auf das Jahr 2022 zurückblicken. Auch Lyft Capital hat diesen Artikel ihrer Community vorgestellt. Am selben Tag gab es auch ein neues Hornet-Release für Shimmer 2.0 Release Candidate 4. Generell hat das Team jeden Tag brutal viel getestet und verändert. Wer sich das mal vor die Augen führen möchte, kann sich auf GitHub alle Änderungen per Mail zuschicken lassen und bekommt garantiert einen vollen Postfach. Diese Tatsache kann man auch immer wieder in einer Grafik sehen. Eine überraschende News kam von ST Microelectronics. Diese veröffentlichen einen Artikel über IOTA, wo sie ihren Xcube IOTA 1 3.0 vorstellen, welcher auf die neuen Updates, also IOTA 1.5, anspricht. Laut Artikel macht Chris Ellis das ganze Netzwerk effizienter und robuster. Warum diese Nachricht so gut ist? Es spricht dafür, dass ein Unternehmen das Update von IOTA ebenfalls nutzt, um sein momentanes Produkt damit zu erweitern. Das deutet auch darauf hin, dass das Unternehmen hier großen Wert darauf legt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ST hier auch IOTA 2.0 setzen wird, ist damit sehr gestiegen. Deeper Finance testet ebenfalls die Shimmer EVM und das Team hofft, dass sie noch eine Testplattform für uns einrichten können. Ein paar Tage später haben sie uns endlich die Benutzeroberfläche gezeigt, sieht auf jeden Fall schick aus. Being Crypto hat letzte Woche einen Artikel über ethische und nachhaltige Blockchains veröffentlicht. IOTA kommt auch vor. Hier geht es um DMRV, das klimarelevante Daten auf dem Tangle speichert. Auch die Sparsamkeit und Energieeffizienz wird gelobt. Erinnert ihr euch noch an IOTA Heroes? Das kleine Spiel, das ihr damals ausprobieren konntet, das ist jetzt offiziell in den Touchpoint-Programm aufgenommen worden. Inzwischen ist es nicht mehr spielbar, die Webseite hat sich auch geändert und sieht mehr nach Fun aus. Ihr könnt euch auf die Warteliste setzen. Wer Pipe Data in Early Access ausprobieren will, kann das auch tun, indem es sich auf die Warteliste setzt. Kommen wir zur Assembly. Hier gibt es neue Zahlen zum Staking. 960 Millionen wurden in diese Runde ausgeschüttet und es sind noch ca. 17 Tage Zeit, um an dieser Runde teilzunehmen. TanglePay ist nun in der Version 1.5.1 verfügbar. Damit wird das EVM-Beta-Netzwerk eingeführt, wenn es online ist. Das heißt, auch die Wallet kann sofort genutzt werden und es sind keine besonderen Einstellungen notwendig. Außerdem wurde einige UI-Verbesserungen vorgenommen. Was auch sehr cool ist, ist die Fake-Prävention. So ist jetzt nicht mehr möglich, Fake-IOTA oder Fake-Shimmer zu erstellen. Weitere Maßnahmen zu diesen Problemen werden folgen. Farm United kennen wir auch aus dem letzten Jahr. Das sollte die erste richtige Anwendung sein, die auf IOTA läuft. Nun gibt es ein paar Eindrücke mehr davon. In dem Tweet heißt, dass man bereit für Produktion ist und die Markteinführung kurz davor steht. Es ist auch ein Mobile Wallet integriert. Spice 5 hat ein kurzes Video veröffentlicht, das die Geschwindigkeit demonstriert. Jetzt können sich auch die Leute davon überzeugen, die nicht zur Testgruppe gehören. Eine größere Beta ist noch für Januar geplant. Everything twittert mehr über ihre Social App. Ab dem 27.01. wird die App zum Ausprobieren zur Verfügung stehen und wird so lange offen sein, wie es möglich ist. Also kein wirkliches Zeitlimit. Wie ich schon vermutet habe, wird es eine Plattform wie Steemit sein, was in meinen Augen echt cool ist. So kann man mit den erstellten Inhalten Geld verdienen, indem man Likes bekommt. Je mehr Engagement man für seine Inhalte bekommt, desto mehr kann man verdienen. Aber auch mit guten und wertvollen Kommentaren kann man Geld verdienen. Am 27.01. wird noch nicht alles freigeschaltet sein. Man kann dann posten, berichten, liken, kommentieren und das Profil aktualisieren. Wenn alles gut läuft, wird auch Direct Messaging freigeschaltet. Wenn auch das klappt, kann man Trends verfolgen. Freut euch auf den 27.01., das wird super. TheTangle.org stellt den Betrieb ein.
Wer seine Zahlungen darüber verfolgt hat, sollte jetzt den offiziellen Explorer der IOTA Foundation benutzen. explorer.iota.org. Kommen wir zu einer kleinen Korrektur aus dem letzten Video bezüglich Mosquito Pay. Dort habe ich fälschlicherweise gesagt, dass es eine App geben wird. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist eine Schnittstelle zwischen dem Nutzer und einer Anwendung, zum Beispiel Tankstelle, wie im Video zu sehen. Es werden bestehende Apps wie Firefly, TanglePay oder Börsen genutzt. Am 15. Januar war Mosquito Pay auf der Crypto Summit in Zürich und hat einige Eindrücke hinterlassen. Unter anderem ist eine Partnerschaft mit TangleSwap bereits im Gange. Am 16.01. gab es auch gleich ein kleines AMA mit TangleGang, nur auf Deutsch. Dort gibt es mehr Beispiele, wie und wo man es einsetzen könnte. Auch die Wirtschaftswoche Vivo hat am 16.01. online einen Artikel über IOTA mit dem Titel IOTA – Vorteile durch Smart Devices veröffentlicht. Es wird erklärt, was und wie IOTA funktioniert, dann wird über den Preis geschrieben, eine Prognose abgegeben, kurz, schwer zu sagen, Vor- und Nachteile werden genannt und das war's. Auch hier wird zu wenig über bestehende Drittlösungen und Projekte berichtet. Shimmer, IVM, Binance wird sogar als einzige Börse erwähnt. Europäische Börsen, die IOTA verkaufen, gibt es wohl nicht. Schade, Vivo. Die IOTA Foundation hat am 17.01. bekannt gegeben, dass sie der BC100 Plus Initiative der Vereinten Nationen beigetreten ist. Diese untersucht das Potenzial der Blockchain und DLT-Technologie, um Ungleichheit, Armut und Klima zu verbessern. In den nächsten Jahren soll ein Manifest entstehen. Mal sehen, was dabei herauskommt. Hoffentlich ein besserer Name. Landex geht live, aber nicht auf IOTA, sondern auf der Testplattform von Ethereum, Sepolia. Der Grund ist einfach, die Smart Contracts von Shimmer sind noch nicht fertig, das Produkt aber schon. Man startet mit Ethereum, wenn Shimmer nachzieht, gibt es auch hier einen Start. Da Landex eine Multi-Chain-Plattform ist, ist das keine Überraschung. Schön wäre es natürlich, wenn Shimmer zuerst gekommen wäre. Naja. Gleichzeitig gibt es einen Medium-Artikel, wo gezeigt wird, wie man die Plattform jetzt schon nutzen kann. Garrett Chin hat seinen Vorschlag für die IOTA SMPC überarbeitet. Er möchte Validatoren für den Test haben, sodass man jetzt schon starten und die Dinge ausprobieren kann. Sobald die Validatoren ausgewählt sind, wird die Plattform gestartet. Die Auswahl der Kandidaten beginnt vom 18.01. bis 24.01. und die eigentliche Wahl vom 25.01. bis zum 1.02. Loyal gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was wir bald mit ihrer Anwendung machen können. Sie haben intern ein NFT gemeint. Es wäre interessant zu wissen, ob die Schanzenbäckerei ein echter Partner ist, der von Anfang an dabei ist. Und vor allem wo? Zum ersten Mal in diesem Jahr zeigt Adam ein neues Update für Sooniverse. Was genau sehen wir in dem Video? Eine On-Tangle-Abfrage. Damit braucht man theoretisch kein Sooniverse mehr, was natürlich Quatsch und ziemlich umständlich wäre. Das Ganze ist als Service-Modul ja gedacht und wer eine eigene Plattform baut, kann hier auf Sooniverse und eben auf dieses Modul zugreifen. Es soll auch schon Projekte geben, die darauf aufbauen. So viel zu dieser Episode, es brodelt und brodelt und es liegt etwas in der Luft. Bis zum nächsten Mal.